7. September 1812. Michael Kutusow stellt sich endlich am Ostufer der Kolosch. Das liegt zwischen der alten und neuen Straße von Moskau nach Smolensk, südlich von Borodino. Um den nördlichen Teil der rechten Flanke zu verstärken, haben Kutusows Truppen die Rajewski-Schanze errichtet. Diese erstreckt sich hinunter bis zum Dorf Semenowskaja. Im Süden hat er die drei V-förmigen Schanzen, die Bagration-Pfeile, errichtet. Die Schanze und die Bagration-Pfeile zu stürmen, ist die größte Herausforderung. Infanterie légère à vos ordres, monsieur. Infanterie d'élite, oui monsieur. Infanterie légère à vos ordres, monsieur.
Thank you.
sont maintenant à portée de nos fusils, monsieur. En ligne. Préparez-vous. En ligne. Préparez-vous. Oui, monsieur. Attendez vos commandements.
Готовы! Дальше, рапиды! Russische Soldaten, ich bemitleide Sie. Sie sind tapfere Männer, kämpfen aber für Schwachköpfe. Auf nach Moskau!